Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video mit dem Thema, was ich 2019 nicht mehr tun werde. Ich habe zum Ende des Jahres viel reflektiert und mir sind im Laufe der letzten Monate einige Dinge aufgefallen, die mich eigentlich gestört haben, dass ich sie getan habe oder die Begleiterscheinungen, die sie so mit sich gebracht haben. Oder ich habe einige Dinge gelesen, die mich darüber haben nachdenken lassen, warum ich das tue und ob ich das noch weiterhin tun sollte. Und deswegen habe ich mit Cut 2018, Beginn 2019, einige Dinge aus meinem Alltag entfernt oder zumindest teilweise entfernt. Und das ist zum einen Social Media. Social Media kann und will ich natürlich nicht komplett aus meinem Leben entfernen. Warum sollte ich das auch tun? Aber ich habe in den vergangenen Monaten immer wieder bemerkt, dass ich einfach so wahllos zu meinem Handy gegriffen habe und dann zum Beispiel Instagram geöffnet habe und gar nicht genau so sagen konnte, warum es war. Es war einfach fast schon so ein Reflex, so ein Impuls. Und ich habe dann überlegt, okay, in welchen Situationen ist das? Und das war dann meistens in Situationen, wo es mir entweder nicht gut ging, wo ich vielleicht gerade irgendeinen negativen Gedanken hatte oder wo im Vorfeld irgendwas Negatives passiert ist, was mich immer noch beschäftigt hatte, wo ich mich einfach von diesen Gedanken ablenken wollte. Das war, weil die Kinder vielleicht gerade anstrengend waren und ich mir irgendwie so positive Vibes holen wollte. Oder weil ich mich auf irgendeine Art und Weise gelangweilt habe. Und da habe ich dann wieder reflektiert, okay, ich habe das viel vor dem Fernseher gemacht, aber warum habe ich mir irgendwas im Fernsehen angeguckt, was mich eigentlich gelangweilt hat und ich dann mein Handy dazu nehmen musste, um irgendwie beschäftigt zu sein, wie blödsinnig eigentlich. Deswegen ist hier abends eigentlich der Fernseher nur noch sehr, 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 sehr selten an. Und dann gucke ich wirklich nur sehr ausgewählte Sachen. Und dann zelebriere ich das mittlerweile schon fast, wenn ich mir dann halt wirklich mal einen Abend nehme und mir einen Film angucke. Den Rest der Zeit mache ich tatsächlich sinnvollere Dinge. Genau, das habe ich halt so Social Media reflektiert. Dann habe ich was gelesen und zwar, dass man sich halt durch Social Media unglaublich schnell eine Bedürfnisbefriedigung ziehen kann, ja? Also ich brauche Bestätigung für mich als Person, also gucke ich bei Instagram nach neuen Likes. Mir geht es irgendwie nicht gut, also gucke ich irgendeine Story, die mich aufheitert oder gucke mir hübsche Bilder an oder. Und so funktioniert das aber nicht, weil es ist eben nur eine kurzfristige Bedürfnisbefriedigung und befriedigt eigentlich nicht meine tiefen Bedürfnisse in mir drin. Weil das Bedürfnis nach Anerkennung, das kann nur ich selbst erfüllen. Das heißt, diese Anerkennung kann ich nur mir selbst geben, die kann ich mir nicht von außen holen. Und wenn, dann ist das sehr, sehr anstrengend, wenn man das tun wird. Das habe ich jahrelang so gemacht und so möchte ich aber nicht mehr weiterleben. Das heißt, Anerkennung möchte ich mir selbst geben und mir nicht mehr über Social Media zum Beispiel holen. Oder halt, wenn ich negative Gedanken habe, die ich so nicht mehr denken möchte, muss ich mir einfach andere Handlungsstrategien überlegen, was ich dann tun kann. Und da bin ich zum Beispiel gerade dabei. Wenn euch dann nochmal ein Video zu interessiert, was ich aktuell so tue, wenn halt ein negativer Gedanke aufbloppt und wie ich das dann umgehe oder wie ich dann damit arbeite, dann schreibt mir das super gerne jetzt mal in die Kommentare. Und deswegen ist es jetzt seit dem 01.01.2019 so, dass ich gegen 19 Uhr, also immer in dem Zuge, wenn ich die Kinder ins Bett bringe, lege ich mein Handy weg, dann kommt es meistens entweder oben auf einen Schrank oder in mein Schlafzimmer und ich gucke da nicht mehr drauf, bis ich selber ins Bett gehe. Oder manchmal brauche ich es einfach noch, wenn ich was arbeite und was recherchiere am Handy oder wenn mir schnell was einfällt und ich jemandem eine Nachricht schreiben muss, dann nehme ich das schon nochmal schnell zur Hand. Aber ich gehe halt nicht auf YouTube, ich gehe nicht auf Facebook, ich gehe nicht auf Instagram in dieser Zeit. Und das tut mir sehr, sehr gut und ich vermisse es überhaupt nicht und es ist tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Und ich versuche auch so im Alltag darauf zu achten, dass ich es wirklich in die Hand nehme, weil ich was ganz Konkretes dort machen will oder nachschauen will und nicht, um mich nebenbei so abzulenken. Genau, dann eine weitere Sache, die ich 2019 abgeschafft habe, sind süchtig machende Serien. Also ich habe im letzten Jahr so ein bisschen gestruggelt mit meiner Produktivität. Genau, also ich weiß, ich bin sehr produktiv und so und bla und ich hatte aber immer das Gefühl, ich schaffe nicht genug, ich möchte noch mehr schaffen. So, und meine Achillesferse waren einfach Serien, die süchtig gemacht haben, ne? Also wo du dann halt nicht nur eine Folge guckst, sondern noch eine zweite und eine dritte. Und in der Zeit hättest du aber so viel schaffen können. Und deswegen habe ich einfach für mich gesagt, okay, ich mache das einfach nicht mehr. Ich fange einfach keine Serie mehr an.
Überall auf Instagram wurde mir die Netflix-Serie You zum Beispiel empfohlen. Und ich war auch kurz davor, das anzufangen. Und alle haben aber gesagt, dass das richtig doll süchtig macht. Und ich dachte, nee, das ist ja genau das, was ich einfach nicht mehr möchte. Ich gucke es halt einfach nicht mehr. Und da verpasse ich auch nichts. Da verpasse ich auch nichts, wenn ich diese Serie nicht gucke. Gar nicht. Mir fehlt dadurch auch nichts. Sondern ganz im Gegenteil. Ich habe halt viel mehr Zeit, um Dinge zu machen, die eigentlich viel, viel wichtiger sind. Nichtsdestotrotz macht es mir natürlich Spaß, Serien zu gucken. Und es gibt auch Fortsetzungen von Serien, die ich sehr gemocht habe, wo ich die Fortsetzung auch gucken möchte. Aber das mache ich nicht mehr in meinem normalen Alltag, sondern solche Serienfortsetzungen oder wie auch immer, das mache ich entweder, wenn das nur einmal die Woche kommt. Also auf Six läuft zum Beispiel gerade die neue Staffel von The 100. Und das wollte ich tatsächlich einfach gerne weiter gucken. Und da kommt aber halt nur eine Folge pro Woche. Das ist okay. Aber so bei Netflix, wenn dann so eine ganze neue Staffel rauskommt, sowas lege ich mir dann zum Beispiel auf ein kinderfreies Wochenende. Dann würde ich mir mal ein Wochenende so komplett blockieren und so einen Serienmarathon machen. Das fände ich dann wiederum absolut in Ordnung und kann ich mit mir so vereinbaren. Genau, das so dazu zu meiner Seriensucht. Gibt es etwas, was ihr so gesagt habt, okay, das möchte ich 2019 einfach nicht mehr machen, dann schreibt mir das jetzt sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich da schon sehr drauf, das von euch zu lesen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!